Ja, Bruder, ich muss jetzt hier einfach mal die nächsten 7 Minuten überstehen, ohne dass ich kollabiere. Ja. Disclaimer. Andy und Klötz sind Vollzeitidioten und sollen nicht als Vorbilder dienen. Die Aktionen und Handlungen in den folgenden Szenen sollten auf keinen Fall nachgeahmt werden. Also Friends, Andy Abi hatte kein Frühstück. Und deshalb, wie ersetzt man ein Frühstück, die richtigen Vitamine, die Proteine, die Aminosäuren mit Tinder? Deswegen, Freunde, wir gehen heute zusammen in die Zone rein. Wir sehen hier, aber by the way, wir gehen nach Köln. Deswegen viel Spaß im Köln-Vlog. Aber mal schauen, was die lokale Gemeinschaft zu bieten hat. Was sagst du, Klöt? Boah, ich sehe gar nichts, weil ich bin kein Fokus. Ein gefährlicher Pro-Tipp von Andy und Klöt. Wenn ihr seht, irgendwas auf Englisch, gut. Glaubt mir, weil die sind Touristen. Touristen wollen immer touristisch genießen. Deswegen, Freunde, nehmen wir mit. Let's go. Guten Morgen, guten Morgen. Touristisch genießen. Ja. Gleich war BJs ausgebucht, sonst hätten wir jetzt BJ gesehen. Ja. Der Koffer ist hier und viele wundern sich eigentlich so, ey Andy und Klöt, was machst du eigentlich in Köln? Und viele wissen eigentlich gar nicht, Freunde, also der gute Freund von uns, Adrian Fock, spielt am Fußball-Event von Trimax mit. Deswegen, Freunde, als Scouts, also vor allem bei Claudio B. Ihr habt gesehen, wir kamen jetzt direkt vom Katar, von der WM, jetzt zurück nach Deutschland. Erstes Spiel von Adrian. Der hat eine Operation gehabt, also der hat eine Operation an der Schulter gehabt, glaube ich. Ich wurde aufgeschlitzt. Und deswegen, Freunde, müssen wir schauen, wie der gute Mann wieder spielt, weil, also Claudio ist sein Manager. Es gibt Gerüchte, dass wir ihn transferieren können. Also es gibt da ein paar gute Angebote aus Westeuropa. 400 Millionen. Wow. Wir müssen den wirklich gut hochpushen. Wir sind mit dem ganzen Equipment dabei. Also alle Toronto, wir sehen alles dich. Unter Torschützenkönig, du kommst nicht mehr lebendig zurück in die Schweiz. Also wenn du, also wenn ich da nicht mindestens einen Pokal in der Schweiz sehe, dann haben wir echt ein Wörtchen zu reden. Ich sag dir. Also Freunde, was wäre ein Köln-Vlog ohne den Eiffelturm hier zu sehen? Sag euch ehrlich, wir waren ja schon jetzt in mehreren Städten, da kann schon was. Aber nicht im Vergleich so zu Mailand oder so. Ja gut, nur schon Mailand ist halt schon nochmal andere Liga. Wir brauchen uns diese Selfie-Perspektive, komm, warte. Für die Erinnerung. warte, seriös. Also Friends, während hier der Orangenjuice entzwirbt. Einfach Orangensaft. Haben König gerade darüber geredet. Ey, wir gehen in ein Fußball-Event. Es gibt ja Fußballteams. Jetzt ist die Frage, wer nimmt den Pokal mit nach Hause? Und es gibt, glaube ich, wie viele? 8 Teams? Wir haben nur 4 oder 5. Ehrlich? Wir müssen herausfinden, wer wird der Gewinner sein. Ey, Claudio, ich glaube, wir müssen eine Wette machen. Hey Freunde, ich habe mein Team schon gefunden. Ich habe vorhin kurz mal reingeschaut. Ich kenne die Hälfte der Leute gar nicht, aber ich bin mit Fritz Meinecke sind die Wild. Ehrlich? Wegen Severus Wild? Wo die Leute, die haben eine Woche auf der Insel überlebt. Ey Jungs, ich glaube, ich muss mit dem OG-Team gehen. Ey, also wenn Tim Gabel und Nico nicht den Pokal mit nach Hause nehmen, dann weiß ich auch. Von wem ist das Team, Bro, von Nico? Amar. Also Freunde, Team Amar ist Andy Abi. Aber natürlich im Herzen für alle. 20 Euro. Im Herzen für alle. Immer zweimal Trüffelmayo und nicht einmal. Dann das ist der Schlüssel zu meiner Küche. Danke, Herr Janzik, danke. Weil Freunde, bei uns muss man nicht mal was bezahlen für diese Finanztipps. Bei uns bekommt man sie einfach gratis. Danke, Herr Janzik. So. Aber du warte mit der Rolex-Hand. Ja. Danke dir. Danke dir. Danke. Und nicht einmal. Friends, ihr seht's, Andy Abi ist bereit fürs Fußballspiel. Ich sehe aus wie der professionellste Scout in der Scout-Welt. Ich werde den nächsten Ribéry scouten. Ich werde genau wissen, wenn die Champions League holt. Und Freunde, ein Outfit, ey, by the way. Freunde, was wäre ein Outfit ohne das passende Parfüm? Heute keine Kooperation, weil wir nie Kooperation haben. Danke euch. Freunde, heute Dior On Intense. Super Duft, sogar jetzt nochmal eingepackt. Mach ja schon mal die Basics, reiß die mal zusammen, reiß die mal am Riemen. Warte, der ist gefährlich. Boah. Power, Baby. Power. Krass. Da seht ihr, Freunde, einen Mann bei der Arbeit. Ja. Noch keine Aufnahme gemacht, Claudio. Bruder. Gibt es vielleicht einen Apfel Sprite? Es gibt so eine Theorie von einem, der hat gesagt, man wird auf der Welt mit Minuspegel geboren. Immer 0,5 Promille, dann seid ihr normal. Ocean Man, check.
blöd, Abi? Also, Franz, jetzt wird das Scouting mal gestartet, würde ich mal sagen. Er spielt sogar schon. Ja, ey, Adrian ist dran. Adrian dran. Also, Freunde, es ist 1-0. Adrians Team, Trimacs Team verliert. Aber, Freunde, glaub mir, der Schweizer Mann, der weiß, wie man Comebacks macht. Ich sage jetzt schon, schau. Nummer 15. Ja, 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 ja. Wir schaffen das, Freunde. Ein Team. Aus der Schweiz gekommen, wir schaffen das. Der Schweizer Mann, der weiß, wie man Comebacks macht. Also Jungs, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Nein, noch unter 2 Minuten, damit Adrian noch ein Tor schießen kann. Also weil sonst, im Fokus. Weil er ist gerade die Verteidigung. Er hat wirklich den ganzen Rücken, hat er auf sich. Das muss klappen, Freunde. Wir schaffen das. Adrian! Adi! Wahrer Macher. Ich hab ihn gesagt. Transfermarkt. Der weiß, wie man Comebacks macht. Nein! Er hat einfach den eigenen Mann in die Eier geschossen. Hast du gesehen? Tor kassiert. Aber schlimmer geht's gar nicht. Also Freunde, ich bin jetzt hinter Kevin, also hinter Paul Platte beim Tor. Da ist der gute Mann. Und Freunde, ich werde jetzt gleich on cam ein Tor von ihm bekommen. Also warte. Also Friends, es ist gerade 1-1. Ich tippe, dass Kevin noch ein Tor kassiert. Es tut mir leid, Kevin, aber es wird 2-1 sein für Team Fritz. Ah, Scheiße. On cam. Freunde, dieser Mann, das Tor vorhin. Hey, Digga, es war ein Tor, ne? Es war ein Tor. Aber sag dir ehrlich, hast du schon Spanisch gelernt? Hola, también, la cuenta. Weil ich sehe dich bei Real Madrid. Ja, ich sehe mich bei Barcelona. Scheiß auf Bayern, ich sag dir ehrlich. Barcelona. Nach diesem Tor Real Madrid. Ja, Bruder, ich muss jetzt hier einfach mal die nächsten 7 Minuten überstehen, ohne dass ich kollabiere. Ja. Also ich sehe gleich den Support von Andrew Klöt. Ja. Team ich Schweiz. Ich will die Flagge sehen. Team Schweiz, komm. Team Schweiz, strong. We got it. Also Freunde, das ganze Turnier geht natürlich nicht um gar nichts, sondern wir haben den Pokal hier vorne. Das hat doch Feige. Auge des Grauens gemacht. Nur die Augen größer. Dich fick ich als erstes. Also ich glaube, du bist falsch angezogen hier, oder? Das einzige Sakko, was ich auf dem ganzen Event hier sehe. Das ist es, oder? Das ist es. Ich glaube... Ich muss sagen, siehst gut aus. Marc hat mich gefragt, wie soll er sich anziehen? Ich muss sagen, sieht aber gut aus. Ehrlich? Ja, sieht wirklich gut aus. So, aber du ehrlich? Ist es Komfort? Nee. Sieht aber schon so aus, sag ehrlich. Bisschen, ja. Sexy. Und ihr seid hier, um die Schweiz zu unterstützen? Arbeiten. Ja, 40, 45 Millionen Euro Umsatz. Also Freunde, langsam wird es sehr, sehr ernst. Adrian kommt vielleicht ins Halbfinale. Er muss jetzt gewinnen. Weil es Team Revi gegen Team Trimax. Dieser andere Tor. Wow. Ey, wie ich im Bett, Jungs, wie ich im Bett. We go. Komm, Adi, Junge! Ja, ja!
ich hatte kurze Tränen in den Augen, ich sag dir nur, ja. Oh, ganz man. Kurz, mein Gesicht war so, ja.